Diese Bank sagt, mach ein geiles Foto. Was für ein Hammer-Motiv. Mein Name ist Benjamin Jaworski, Fotograf und Abenteurer. In den letzten Jahren habe ich mit meiner Kamera schon so einiges von der Welt entdeckt. Ferne Länder, wilde Tiere, aber manchmal liegt das Schöne gar nicht so weit entfernt. Deshalb bin ich gerade auf der Suche nach den schönsten Fotomotiven in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und heute bin ich in Lauterbrunn. Und in diesem Video werden wir mal gucken, was wir hier rund um den Ort so fotografieren können. Allein hier vom Parkplatz ist ja schon ein wunderschöner Blick. Diese steilen Felswände, der Wasserfall, der hier runterkommt, die alten Hütten hier. Lass uns einfach mal hier lang gehen. Jetzt weißt du, dass man in der Schweiz ist. Von der deutschen Grenze sind es gerade mal 2,5 Stunden mit dem Auto, dann ist man schon hier. Man muss natürlich sich eine Vignette holen, 45 Euro kostet die pro Jahr. Und dann, was ich nicht wusste, in der Schweiz hast du gar kein Roaming. Das heißt, kein Internet. Und ich als Internetkind, das war echt hart mal wieder, seit langem gar kein Internet zu haben, kein Google Maps zu benutzen, nicht mal irgendwie Instagram oder sonst irgendwas zu benutzen, sondern wirklich ins Hotel zu fahren, WLAN zu connecten und dann wieder Internet zu haben. Das heißt, vorher besser alles angucken, wo genau man hin will, weil in der Schweiz selbst wird es kompliziert. Wo das mitten in Europa liegt, kein Roaming. Tja, hier ist man international unterwegs. Finde ich gut. Was man wissen muss, es ist relativ touristisch hier, selbst jetzt in der Nebensaison. Am Abend ist ja noch ganz schön viel los auf den Straßen, aber stört mich jetzt beim Fotografieren nicht besonders. Es ist alles sehr weitläufig, also alles in allem relativ entspannt. Aber ich denke, im Sommer und vor allem am Wochenende kann es hier richtig, richtig voll sein. Ein abgefahrenes Bild, so dieser Baum, der fette Wasserfall. Sieht bestimmt auch cool aus, wenn die Sonne so drauf scheint. Hier hinter mir, da holt man sich The Gram, den Instagram-Shot. So schön vor dem Wasserfall sitzen, schön, alle Touristen sind hier. Aber das ist ganz gut, das ist wie so ein Licht, da fliegen so alle hin so und sammeln sich da. Man guckt aber nach den quasi Spots, wo nicht alle sind. Egal wo man hinguckt, es sieht malerisch aus. Die Herausforderung ist aber, hier ist es sehr dunkel im Tal und die Bergspitzen und der Himmel sind sehr, sehr hell. Das in einem Foto gut abzulichten, relativ schwierig. Muss dann sehr dunkel hier belichten, dass der Himmel nicht ausbrennt. Man könnte einen Verlaufsfilter benutzen, aber hier mit den ganzen Bergen und ganzen Spitzen, ah, das wird nicht ganz so geil. Wir sind jetzt hier den Weg mal so eingebogen von der Hauptstraße runter und diese Bank, die sieht doch aus, als ob sie sagt, setz dich hin, genieß Leben, genieß einen Ausblick und mach ein geiles Foto und das machen wir jetzt. Und hier ist kein Mensch, alle sind vorne beim Instagram-Spot und ich sag's euch, Leute, ich sag's euch, das ist genau das, was wir im Fotoreiseführer auch haben. Das wissen halt die Fotografen. Man muss halt gucken, wo die Bank ist. Diese Folge wird präsentiert vom Jaworski Fotoreiseführer. Die besten Fotomotive in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Was für ein Hammer-Motiv. Das ist mal der View mit der Kirche, mit hier schön dem Wasserfall, den ganzen Häusern. Genau hier werden wir bleiben. Ich lese hier gerade, der Wasserfall ist fast 300 Meter hoch und Peter Jackson, der die Herr der Ringe-Verfilmung gemacht hat, hat sich hier wohl inspirieren lassen für seine Filme. Also was genau jetzt hier Herr der Ringe-mäßig ist, weiß ich nicht ganz genau. Aber gut, man kann sich schon vorstellen, so ein paar Hobbits oder so, hier so in diesem Glashügel, vielleicht ein paar Teletubbies auch, weiß ich nicht, ja. Aber schön ist es auf jeden Fall. Also inspirierend, auch sicherlich für viele Landschaftsmaler inspirierend gewesen. Und zum Fotografieren natürlich auch. Das ist auch ein Klassiker hier, oder? Da denkst du dir so, richtig schön alte, historische Häuser im ganzen Ort. Und dann
ein so ein Gebäude machst du so richtig kacke einfach. So richtig Beton nur und einfach schäbig. Swisscom, was ist da bitte los? Warum könnt ihr nicht einfach auch ein Haus bauen, was normal aussieht hier, passend zum Rest des ganzen Stils hier? Hier ist auf jeden Fall die coolste Stelle. Wir waren jetzt auch mal da unten. Da hat man auch einen ganz guten Blick, aber ist nicht ganz so schön wie von hier. Ne? Schön mit diesem Weg, der Kirche, dem Berg, dem Wasserfall, diesem kleinen Haus. Hier noch die schöne Färbung drin. Das sieht sehr gut aus. Oben hat man jetzt auch so leicht das Glühen auf den Bergen drauf. So eine schöne Rotfärbung. Aber sehr beeindruckender Ort. Die weltbekannte Zahnradbahn von Lauterbrunn. Ich muss mal sagen, wie krass ist eigentlich die GoPro. Ich habe ja keinen Gimbal oder sowas. Ich laufe einfach mit der GoPro hier und es sieht aus wie Gimbal-Aufnahmen. Langsam gehen überall die kleinen Lichter an, die Sonne ist untergegangen und der Wasserfall wird angeleuchtet. Und ich probiere jetzt so den perfekten Moment zu erwischen zwischen die Lampen leuchten hier und es ist aber noch nicht zu dunkel, sodass alles überstrahlt. Mal ein paar Langzeitbelichtungen hier smashen. Ich bin schon bei 8 Sekunden. Welches Bild hat dir heute am besten gefallen? Schreib's in die Kommentare. Schau dir hier auch die letzten Folgen an. Auf der Suche nach den schönsten Landschaftsmotiven in Deutschland.